So. Ja. Ach ja, oder? Mehr Schwertkämpfer? Beim Notfall, mehr Nahkämpfer retten uns den Arsch. Seid Gefahr, mein Lord. Ein gewaltiges Heer der Schlange wird bald hier eintreffen. Das gewaltige Heer kann mich mal am Popo küssen. Aber bitte einer nach dem anderen, nicht alle gleichzeitig. Also bitte. Ich sitze hier zwar schon den ganzen Tag, aber so groß ist das Gesäß auch noch nicht. Mann. Bier. Bier ist gut. Ich glaube, wir sollten nicht mal mit den Rationen jetzt runtergehen. Schon alleine. Ach du lieber Gott, was geht hier ab? Hoch mit dir, Nahrung. Hoch mit dir. Sollst du nicht die ganze Zeit faul in der Gegend rumliegen? Wir brauchen vielleicht doch ein bisschen mehr Apfelfarmen. Die Truppen der Schlange greifen an. Was? Was? Alter, jetzt erschreckt mich nicht, ey. Was? Da oben ist ein Wegweiser. Das wäre jetzt der größte Schlag ins Gesicht, den man mir überhaupt nur geben könnte, ey. Wisst ihr, was auch ein ganz richtig großer Schlag ins Gesicht wäre, wenn jetzt die Reichweite nicht herangelangt? Doch, es reicht. So, wir haben noch zwei Baumeister. Ich weiß es genau. Doch nicht. Euer Gnaden. Jetzt haben wir zwei Baumeister. Ich weiß es genau. Belagerungsgeräte. Ach, da war der an. Das Feuerzeichen verflucht. Das war ein Griff ins Klo. Billy the Kid. Bin zur Stelle. Zur Stelle. Vorwärts. Ach du lieber Gott, das ist eine große Armee, das sein tun. Ihr mir glauben, ich das gesehen haben. Wir sind bereit. Mit eigenen Ohren. Eure Lordschaft. Boah, wir kriegen so viele Armbrüste, wir brauchen mehr Harnische, los. Mal schneller mit den Kühen hier. Mann, ich will das selber machen. Geht bloß persönlich runter und mäht ganzen Kühen nieder. Boah, nehmt euch das Leder. Wollte schon gerade sagen, soll ich nochmal speichern und neu laden, dass ihr überhaupt kommt? Bin also, zur Leute. Mein Bogen ist euer. Bisschen mehr Anstand bitte. Erscheint bitte zum Krieg. Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stellt euch vor, es ist Belagerung und keiner greift an. Das gibt's doch nicht. Na gut, deswegen ist er eine Belagerung eigentlich. Belagerung bedeutet ja eigentlich, den Feind auszuhungern nahezu. Ja, zu belagern einfach auf lange Sicht und nicht einen kurzzeitigen Angriff zu führen. Also eigentlich, ja. Das Vorratslager ist voll, my lord. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ah, nein, 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 nein. Ah, da und da, Legolas. Töte ihn, töte ihn. Ah, sehr schön. Jede Menge Lanzenträger. Schwertkämpfe. Legionäre, die noch warten, das ist gut. Dies gefällt mir. Dies entspricht meinen Vorstellungen. Und nun verflüssigen sie sich. Und los! Na gut, solange mein Pech nichts tut, ist alles gut. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Was sich's gereimt hat, ist es bestimmt gut. Ihr könnt das Ding gerne bemannen. Los. Zeigt ihnen eure Manneskraft an diesem Gerät. Zeigt ihnen, wie man kurbelt. Die Leute bei der Bahn wissen das doch auch. Die werden gerade gut beschossen. Das ist perfekt. Das macht mich glücklich. Wir brauchen aber mehr Stein in Zukunft. Ein Barde ist in der Burg angekommen. Och komm, warum mein ganzes Häuserviertel niederreißen? Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm eine Anstellung zu bieten. Ja, der kommt eigentlich genau richtig. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Wir müssen jetzt mal kurz die Spendentasche. Ach, jetzt kommt, jetzt haut doch ab. Mann, sterbt doch endlich mal. Blöden Penors. Euren Kolbens. So. Geschieht euch ganz recht. Hättet euch nie mit mir anlegen sollen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord.
Ich bin immer gespannt auf die weiblichen Charaktere in Stone Crusader 2. Es sind genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ich wette, da gibt's bestimmt so eine Nörglerin. Als wenn es mehrere gibt, ist bestimmt eine dabei vom Charakter, die einfach die ganze Zeit nur rumnörgelt. Ich find's lustig. Das ist dann wie so eine... Wir haben beinahe keine Nahrung. Das ist dann wie im Westen nichts Neues so zum Thema. Also wie so ein Antikriegsfilm zeigt es einem einfach die Schrecken einer Frau. Oh mein Gott, dass das so schlimm ist, das habe ich doch nicht gewusst. Das Volk scheint könnt ihr jetzt bitte wieder kommen? Ein bisschen Gold, euer Gnaden. Darum. Ihr könnt darum kaufen. Alles wird gut, alles wird gut. So, jetzt kommt her. Nicht geneigt zu ich warne euch. Wenn ich herkomme, dann ziehe ich euch an euren Ohren zurück. Seid froh sein, dass es, könnt froh sein, dass es die Ohren sind und nicht andere Stellen. Ach, kommt, Leute. Beeilung. Tut es. Tut es für mich. Wenn ihr es nicht für mich tut, dann tut es wenigstens. Für Günther. Tut es für Günther. Das Volk ist euch wohlgesonnen. Tut es für die bedrohten Ballisten. Die Waffenkammer ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Kommt schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller. Alarm, Alarm. Wisst ihr, ihr beiden? Ich glaube, ich brauche euch nicht mehr. Ich glaube, vier Ballisten reichen. Pause tut gut. Jupp, genau, und wertet Arbeiter. Tut was. Zur Stelle. Wartet auf Arbeit? Willst du mich verarschen? Guck dich mal um. Ja, schön, dass du jetzt zum Apfelfarmer geworden bist, aber komm da runter. Ach nee, können sie gar nicht. Och nö. Mann. Für wen haltet ihr euch eigentlich? Sollt arbeiten. Faules Pack. Für was bezahle ich euch eigentlich nicht? Grrr. Was? Waffenlager voll? Ach du lieber Gott. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Los Problemos. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Jetzt haben wir da wahrscheinlich das Problem mit dem Gold, oder? Wie schaut's mit dem Pech aus? 50, das wird. Wir brauchen jetzt bloß noch das verdammte Gold dann irgendwie. Weil das könnte jetzt vielleicht wirklich das Problem werden. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Ja. Aber nur, weil es tiefer nicht mehr ging. Mann. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ich würde gerne, wisst ihr was, wir stellen mal kurzzeitig die Brunnen ein. Wenn jetzt ein Feuer kommt, dann raste ich aus, wisst ihr das? Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nötig, um hier die Arbeitsplätze ordentlich zu besetzen. Eine Botschaft der Schlange. Nein, 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 liebe Schlange. Nein, nein, kein Feuer, kein Feuer. Das nächste Mal habt ihr nicht so ein Glück. Ich und Glück, guck dir mal meine Burg an, Junge. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Ja, da kann ich jetzt auch nichts dran machen. Benutzt sie doch als Ersatznahrungsmittel. Noch nie was von Schwertschluckern gehört? Ach, Mann. Wann will ich die Brunnen wieder einstellen? Jetzt wird so langsam... Die Pechteile sind besetzt, die bringen auch schon rein. Ich könnte jetzt schon fast langsam dran denken, wieder die zu besetzen. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my Lord. Ganz einfach, weil wenn, ich möchte es nicht zu lange riskieren, brunnenlos zu sein. Oh nein, dieser... Nein, oder? Nein, 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 du verfickter Baum. Das darf jetzt nicht wahr sein. Das darf jetzt echt nicht wahr sein. Diese Bäume, die sabotieren mich, wo sie nur können. Ich könnte es mir echt vorstellen, dass mir jetzt... Ich würde es dem Spiel sowas von zutrauen, dass wir jetzt irgendwie 59 Pech haben. Die Schlange greift an, zerstört die zwei Pechdinger hier und da wachsen zwei Bäume. Ich würde es dem Spiel so zutrauen. Ich würde es zutrauen, diesen verdammten Baum durchwachsenen Schnapp. Das ist die Baumprogrammierung. Aber wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich extra irgendeinen Entwickler eingestellt, der sich nur um die Bäume gekümmert hat, um die so sadistisch wie möglich zu programmieren. Von Grund auf. Der hat ihnen einen eigenen Charakter gegeben. Das ist wahrscheinlich wie Skynet. Die werden sogar immer klüger, bringen sich selbst Sachen bei. Wie sie umso effektiver auf den Sack gehen können beim Wachsen. Na kommt, kommt ein bisschen schneller.
Das Volk liebt euch, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, fließt in die Schatzkammer. Das Volk liebt euch, mein Lord. So komme er schneller. La 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 la. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen mehr um die zerbröselte Burg, auch wenn wir gerade keine Steine mehr ranbekommen. Durch ziemlich seltsame Zufälle. Passieren ja hin und wieder mal komische Sachen. Beispiel Bäume, die einfach mal aus dem Steinbruch raussprießen. Alter, ich... Ja, Vorratslager ist auch voll, oder? Fuck. Lefug, Lefug, Lefug. Ein bisschen Bier weg, das blockiert auch Platz. Schenken können ja noch nicht besetzt werden. Boah, das Problem ist, dass das Pech ja so viel Platz wegnimmt. Sobald wir das Pech haben, werde ich echt mal überlegen, ob ich... Wollen wir dann Feuerflüsse machen, Pechverteidigung? Wir können natürlich Pechbottiche machen. Die können im Notfall wirklich arschhilfreich sein. Als allerletzte Verteidigung, wenn die letzte Schlacht ist, und wir haben unsere Schwerter, das Pech und die Bögen. Ah, bei Bierträgern wird es halt schwer. Nachher geht es wahrscheinlich auf Null zurück oder so. Wenn wir alles abbrennen. Als letzte Verteidigung die Burg nochmal abzubrennen und dann zu gewinnen, wäre eine Idee. Aber... Wenn die Biertrinker dadurch weggehen, dann haben wir dann auch wieder dieses Ziel nicht. Das ist problematisch. Ja, cool. Du bist an den Kirchhof, du bist immer noch da. Mann. Hem. Liebe Meuchelmörder, wofür habe ich euch eigentlich bezahlt? Was habt ihr gemacht die ganze Zeit? Warum habe ich die Schlange bezahlt, mich anzugreifen, wenn bei diesem Angriff nicht zufällig meine Frau drauf geht? Verdammt, geht ihr denn niemals was gut? Das ist schon gemein. Ich habe die... das ist das Ende der Story. Ich wollte es eigentlich nicht verraten, aber das Ende der Story ist, dass ich, der große Herrscher Udvin, die ganzen vier Angreifer, Ratte, Schlange, Schwein und Wolf, ins Land geholt hat, damit sie bei ihrer Invasion zufällig als Unfall beim Vorbeigehen meine Frau mit umnieten. Eure Beliebtheit steigt. So als Beisatz war dann noch so, ja, macht mit dem Königreich noch, was ihr wollt. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Achtung! Gemein. Ich weiß, gemein. Und ganz ehrlich, bevor ich jetzt den absoluten Zorn aller Feministinnen in dieser Welt auf mich ziehe, möchte ich jetzt verdammt auch mal eine kleine Pause machen mit Frauenwitzen. So eine Folge oder eine Aufnahme, ganze nächste Aufnahme, ich verspreche es, werde ich mich zurückhalten mit Frauenwitzen. Garantiert. Ich schwöre. Es wird kein einziger über meine Lippen fließen. Niemals. Achtung! Hey, einmal. Das muss eine Herausforderung an mich sein. Ich muss mich zurückhalten können. Ich muss Selbstbeherrschung lernen. Sonst ist alles zu spät. Im Laufschritt! Wir benötigen Steine. Achtung! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Aber wie gesagt, nächste Aufnahme. Aber ich glaube, diese fällt mir jetzt auch nicht mehr so viel ein. Ihr habt Glück, liebe Frau. Das Volk huldigt euch, Sire. Könnt euch glücklich schätzen. Kreiselt diesen Tag in eurem Kalender als Feiertag ein. Wir sind bereit. Tag der nächsten Aufnahme vor allem. Euch, Herr. Könntet ihr euch jetzt noch nicht mal sagen, wann die nächste Aufnahme ist. Heute ist zum Beispiel Mittwoch, obwohl ich erst normalerweise an Freitagen aufnehme. Weil jetzt mal so ein bisschen was dazwischen kommt an dem Freitag und ich das jetzt eher mache. Von daher kann ich euch noch nicht mal sagen, wann die nächste Aufnahme ist. Achtung! Naja, ihr seht es dann bestimmt in den Saves. Bereit, heute ist zum Beispiel der... 27.8. Schaut beim nächsten Mal speichern auf das Datum. Wenn ich es durch den Kopf überschlage, könnte es vielleicht sogar wirklich möglich sein, dass es dann der 2.9. ist. Das wäre ja der ursprüngliche Release-Tag von Stronghold Crusader 2, bevor es verschoben wurde. Das wäre natürlich wirklich ein lustiges Datum. Achtung! Dafür. Zur Stelle! Und Marsch! Ist der Baum nun endlich mal weg? Oh, der wächst sogar noch, anstatt zu verschwinden. Holzfäller! Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Wir stehen zu Dienst. Käfer. Bin zur Stelle. Hat bestimmt Volkswagen geschickt. Mein Herr, sind auf dem Weg. Mein alter Kollege Volkswagen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Mach doch mal den blöden Baum weg. Ich möchte gerne mal wieder... Haben wir jetzt eigentlich das Pech? Wir sind das Pech. Wir sind das... Wunderbar. Ja, jetzt ist halt die Frage. Wollen wir Feuergräben machen mit dem übrigen Pech? Oder wollen wir uns vielleicht doch so einen... Baumeister holen? Nee, ich mach lieber Pechgräben. Bei Pechbottich-Leuten ist das ein bisschen riskant. Es fragt sich halt, wo wollen wir es haben? Der Gegner
kommt sehr oft an Engstellen durch. Wo gräbt er sich gerne durch? Bei Torhäusern ist er gerne. Das aber auch. Ist voll, my Lord. Nee, wisst ihr was? Wir machen doch Pech, Leute. Wir machen Pechbottig, Leute. Schon allein, weil wir es so selten machen. Hier drin ist jetzt leider kein Platz dafür. Es sei denn, wir machen mal ein paar Brunnen weg. Schon irgendwie lustig. Wir machen Brunnen weg. Und das setzen diese Brunnen durch Pechbottiche. Perfekt, ne? Ich finde das klasse. Euer Gnaden? Was wünscht ihr? Das ist eigentlich quasi nahezu das Gegenteil, was wir da gerade hinsetzen. Ich fühle mich bloß nicht gut dabei, die Anzahl der Brunnen zu reduzieren. Wir brauchen eine aktive Feuerwehr in unserer Burg.